Hey Leute und willkommen im Filmclub. Heute geht es um The Founder, in dem es um Ray Kroc, den Begründer des Imperium McDonald's geht. Ein Biopic über ihn. Ich weiß, was Sie denken. Wie konnte ein Vertreter für Mixer ein Fastfood-Imperium mit einem Jahreseinkommen von 700 Millionen Dollar aufbauen? Beharrlichkeit. Was kann ich für Sie tun? Hi John. Wie laufen die Verkäufe? Gut, klasse. Viele Interessenten. Wir haben eine Bestellung reinbekommen. Ein spezieller Kunde? McDonald's. Kleine Führung gefällig? Eine seiner brillanten Ideen. Bei uns ist Ihre Bestellung in 30 Sekunden fertig. Es sollte überall ein McDonald's geben. Franchise, Franchise, Franchise. Wie kann es sein, dass wir kein Geld mehr haben? Hast du wirklich unser Haus beliehen? Ich will meinen lausigen Vertrag neu aushandeln. Kann ich nicht tun. Sie können nicht oder wollen Ray. Nicht? Was? Nein. Verdammt. Sie sollten das Land kaufen, auf dem die Burger gebraten werden. Sie sind nicht im Burgergeschäft. Sie sind im Immobiliengeschäft. Ich werde die Zukunft verändern. Ich will gewinnen. McDonald's wird zu Amerikas neuer Kirche. Da ist ein Fuchs im Hühnerstall und wir haben ihn reingelassen. Ein glorreicher Name, McDonald's. Ich will ihn haben. Den werden Sie nie bekommen. Glauben Sie das wirklich? Die schauspielerischen Leistungen fallen als erstes auf. Sie sind erste Sahne, gerade die von Michael Keaton. Die schwingt immer zwischen Mitleid, zwischen Raffinesse und diesem Drang nach Gier, diese Sucht. Es ist richtig genial porträtiert worden. Diese Ambivalenz des Charakters Ray Kroc hat er perfekt charakterisiert. Und wie das auch in so kleinen Momenten plötzlich umschwingen kann, das ist grandios. Allein deswegen sollte man sich diesen Film vielleicht schon angucken. Dann haben wir noch Patrick Wilson, Laura Dern, die ebenfalls einen guten Job machen. Handlungstechnisch muss ich sagen, ist der Film sehr stringent geworden. Für ein Biopic auf jeden Fall sehenswert. Es ist konsistent und es hinterfragt auch manchmal leider an manchen Momenten nicht konsequent genug. Da finde ich, hätte man ein bisschen mehr mit der Düsterkeit spielen können. Da driftet es für mich nicht ganz in die Ambivalenz ab. Der Charakter Ray Kroc wird wunderbar porträtiert, aber ich finde, bei der Handlung hätte man in Bezug auf die düstere Seite von dem Imperium, von diesem Aufbauen, hätte man, finde ich, noch ein bisschen mehr beleuchten können, ein bisschen mehr Hintergründe geben können, ein bisschen mehr, ja, die tiefe Seite, die dunkle Seite. Gerade beim Biopic, finde ich, erwartet man da so ein bisschen. Und das ist leider nicht so ganz geschehen. Sonst ist auf jeden Fall der Film sehr sehenswert geworden. Aber trotzdem, also trotz der Handlungsschwächen, muss ich halt ein, zwei Punkte abziehen. Ist aber ein sehr, sehr guter Film geworden, der schon ein paar Mal auf die Fresse haut, der sich die Länge nicht anmerken lässt. Also man hat auf jeden Fall Spaß, finde ich, im Kino oder auf DVD. Es ist kein Film, den man unbedingt auf der Leinwand sehen muss. Aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich gebe 8 von 10 Punkten, denn er hat mir sehr großen Spaß gemacht und hat mich in keinster Weise gelangweilt. The Founder, guckt ihn euch an. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als, schaut in einem anderen Video vorbei. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Kritik oder Verlosung wieder. Und ich hoffe, ihr schaut mir auch da wieder zu. Bis dahin, euer Lou.